Während die Ukraine die Ergebnisse des NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius als bedeutenden Erfolg im Kampf gegen Russland sieht, wirft Moskau der westlichen Militärallianz eine Rückkehr zu Schemen des Kalten Krieges vor. Der Westen versuche, seine globale Hegemonie zu schützen und habe sich Russland als Hauptziel seiner aggressiven Politik auserkoren, hieß es am Mittwoch aus dem russischen Außenministerium. Die Ukraine solle dabei als Rambock dienen, werde deswegen mit leeren Versprechungen und Waffen gefüttert, sei für den Westen jedoch nichts weiter als Verbrauchsmaterial, behauptet das Außenamt. Dem Westen gehe es um den Schutz ihrer Milliarde vor dem Rest der Menschheit auf der Grundlage der willkürlichen Teilung der Welt in Demokratien und Autokratien. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius als zu begrüßen bezeichnet. Ideal wäre jedoch gewesen, die NATO hätte formell eine Einladung an Kiew zum Beitritt ausgesprochen. Die USA und Großbritannien kündigten indes eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe westlicher Industriestaat zu langfristigen Sicherheitszusagen für die Ukraine an. Die G7-Vereinbarung zielt darauf ab, dass die ukrainischen Streitkräfte so ausgestattet werden, dass sie weiter ihr Heimatland verteidigen können und nach einem Ende des Krieges so stark sind, dass Russland keine weiteren Angriffe mehr wagt. Dafür soll dem der DPA vorliegenden Dokument zufolge moderne Ausrüstung auch in den Bereichen Luft und See geleistet werden. Als eine Schlüsselfähigkeit werden Luftkampfsysteme genannt, ohne dass sie konkrete Waffensysteme wie Kampfjets oder bewaffnete Drohnen nannten. Die Gruppe der großen Industriestaaten gehören die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an.